Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Fountain of Youth auf der Baustelle, liebe Leute. Wir machen heute weiter mit der zweiten Etage. Es wurde ja schon geschrieben, dass es eventuell von der Statik her nicht funktioniert. Das müssen wir sehen, ob das klappt oder nicht. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann schreibe ich die Entwickler mal persönlich an, dass sie da irgendwie ein bisschen was dran drehen sollen. So, Leute. Okay, also zweite Etage. Ich habe nochmal Baumstämme geholt. Ich war sogar mal mit einem Floß auf einer Insel, weil ich einmal mal probieren wollte, wie es ist, halt auf einer Insel Bäume zu holen. Es war irgendwo, wartet mal, ich weiß gar nicht mehr, hier auf der, glaube ich, oder? Auf irgendeiner kleinen Insel war ich da und habe dort nochmal Baumstämme geholt, habe das jetzt hier alles hertransportiert. Wir haben jetzt wieder 37 Baumeister-Werkzeugkisten. Ach, die Säge habe ich noch reinstecken. Na gut, die tun wir mal raus. In diese Wühlkiste hier, genau. Dann können wir jetzt loslegen mit dem Boden. Und dann nehmen wir mal den Bauhammer in die Hand und knallen jetzt hier bald Boden rein. Ich muss bloß darauf achten, der ist hier für längs, also muss ich ihn hier oben auch für längs machen. Sonst sieht das komisch aus. So, zack. Einmal, huch. Falscher Knopf. Zack. Zack. Hier hinten lassen wir frei, ne? Da soll ja dann die Leiter nach oben hin. Ich hoffe, dass wir mit unseren Materialien heute zurechtkommen. Ansonsten müssen wir an den sauren Apfel beißen und nochmal welche herstellen von diesen Kästen. So, gut. Dann hau mal rein. Oh, hier steht schon eine 1. Das ist das, was ihr meintet, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kann man es irgendwie unterstützen mit Säulen. So. Das geht natürlich wieder auf die Energie. Aber wir haben ja die Matratze hier und können uns jederzeit hinlegen. Also hier ist schon mal eine 1 zu sehen. Das ist nicht gut, Leute. Vielleicht habt ihr recht und das geht nicht mit der zweiten Etage. Dann bin ich leicht verärgert. Aber wir gucken mal. Noch ist es ja nicht fertig. So, hier ist auch nochmal eine 1. Das ist aber komisch. Ah ja, bei den dreien. Naja, weil die zu weit weg vom Rand sind. Ja, wir können ja gleich mal gucken. Vielleicht unterstützen wir das Ganze mit einer Säule oder so. Vielleicht funktioniert das. Sicher bin ich mir aber nicht. So, okay, also die Leiter würde ich jetzt hier dran setzen. Haben wir sowas hier? So eine, hatte ich doch gesehen. Ja, genau, die Leiter. Warte, was brauchst du dafür? Noch einen Stock oder so, ne? War's. Okay, abbrechen. Genau, ein langer Stock. Den holen wir uns draußen aus der Kiste. Zack. Das ist krass, wie ich mittlerweile springen kann. Das ist echt heftig. Richtig geil, so. Zack. Alles klar, dann gehen wir mal hier hoch. Obwohl, ich glaube, ich will jetzt... Geh doch mal da hoch, du Blödmann. Mann, Mann, Mann. Hallo. Bist du ein bisschen doof? Ich glaube, ich will dann hier die Treppe nach außen machen. Dazu müsste man aber nochmal so einen Boden eventuell. Wir machen erstmal den Balkon. Balkon hieß das bei uns im Osten. So, wartet. Nee, was machst denn du? Und zwar, zack, halbe Wand. Die knallen wir jetzt hier überall hin. Einmal. Zweimal. Ach Mensch, drück doch die richtigen Tasten. Zack, zack. Und zack. Und dann gehen wir hier eins raus. Und machen dann dort eine Treppe nach unten. So machen wir das, Leute. Okay, erstmal abbrechen. Oh ja, wir müssen schlafen. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Upsa. Gute Nacht, Leute. Ne, wir müssen noch nicht schlafen. Alles gut, wir können noch ein bisschen bauen. Ich habe gerade geschaut. Dann bauen wir noch fertig. So. So. Und so. Wenn das mit der zweiten Etage nicht klappen sollte, Leute, dann haben wir hier halt einen großen Balkon. So, jetzt aber. Ab in die Haia, Leute. Ich schlafe nur so lange, wie ich muss. So. Dann arbeiten wir halt im Dunkeln weiter. Habe ich noch irgendwas zu trinken? Hier ist noch ein Schluck. Dann trink mal einen Schluck. So, okay, das reicht. Warum bedient er die Leiter so komisch, der Blödmann? So, jetzt ist die Frage. Kriege ich hier so einen Boden noch hin? Wartet mal. Nee, nicht Fundament. Obwohl, geht das Fundament bis runter? Wartet mal. Nee, das würde hier nicht gehen. Okay.
Dann nimmst du hier nochmal so einen Boden. Ah, der geht. Der geht, Leute. Das ist gut. So habe ich es mir vorgestellt. Aber der hat eine Haltbarkeit von 0. Das ist schlecht. Ne, jetzt hat er 2. So. Okay. Jetzt hatte ich überlegt, dass wir einmal eine Treppe hier runterziehen. Autsch. Und dann hier rüber. Wenn das geht. Leute, das weiß ich noch nicht. Das probieren wir halt aus. Also, einmal Treppe. Kann ich die dort ransnappen? Ah ne, da geht er bis ganz runter. Ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, dann machen wir es doch so. Zack und zack. Mangelnde. Muss ich es vielleicht erst fertig bauen? Das kann natürlich sein. Wir brauchen einen langen Stock. Zack. So, die hat jetzt bloß eine Haltbarkeit von 1. Wartet mal, wenn ich jetzt hier ein Fundament dran setze. Herstellung? Nein, Beutel. Drückt mal bitte die richtigen Tasten. Das macht einen ja wahnsinnig. Fundament? Ja, das geht. Pass auf, jetzt haben wir nämlich da wieder Stabilität drin. Genau, Leute, das ist cool. Schnell einen Stein geholt und noch einen Stock. Also ein langer Stock und einmal ein Stein. So. Das läuft. Und jetzt ist die Frage, will ich... Ja, doch, wartet, wir machen die Treppe hier so rüber. Passt auf. Da ist er. Genau, so. So hätte ich es gern. Dann kommt hier nämlich dieser kleine Gerberbereich. Oder ich, ach nee, ich hatte ja überlegt, vielleicht ein Haus zu machen. So, noch hier halbe Wände hin. Zack und zack. Und jetzt gucken wir mal, wie viel haben wir noch übrig? 10 Stück. Na, da kommen wir nicht so weit, Leute. Das ist nicht so geil. Wir müssen ja jetzt noch Wände bauen. Und hier oben muss ja auch noch ein Zaun hin. Ach, scheiße. Müssen wir noch mal welche herstellen. Was wollte ich jetzt machen? Quatsch. Das hier. Hier noch mal halbe Wände. Zack. Und zack. Aber wir können es ja schon mal anzeichnen. Ey, da habe ich so lange Bäume gefarmt. Und die sind jetzt innerhalb von... Wie viel haben wir jetzt? 7 Minuten schon wieder weg. Scheiße. Okay, das gefällt mir gut. Das ist super. So. Dann brauchen wir hier eine Türe. Und zwar... Ne, dreh die mal so rum. Genau. Dann, was machst denn du immer? Brauchen wir Fenster? Ne, das war verkehrt rum. Nochmal abbrechen. Ändern. Bewegen. So rum. Zack und zack. Hinten raus machen wir auch 2 Fenster. Zack und zack. Ja. Das sollte hier oben dann an Fenstern reichen. Hier ist ja der Schlafbereich, ne? Man kann ein bisschen Durchzug machen, aber der Rest ist soweit erstmal okay. Und jetzt knallen wir hier die Wände hin. Zack, zack. 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 Zap, zap. So und so. Ja, jetzt brauchen wir wieder übelst viele Materialien. Frisch mal ab. Wartet mal, wir holen mal noch einen langen Stock. Naja, hab dich nicht so. Kann man denn hier auch so schräge Geländer machen? Das geht nicht, ne? Halbe Wand hier an die Treppe, das geht nicht. Nee, scheiße. Das wäre cool, wisst ihr, dass man hier nicht von der Treppe fällt. Ich kenne mich doch. Wenn ich hier in der Eile hochlatsche, dann geht's zack, huch, vorbeigelaufen. Naja, egal. Immer langer Stock. Für die Fenster braucht man da auch. Warte, wir gucken nochmal. Ja, brauchen wir auch lange Stöcke. Dann nehmen wir, wie viel waren es? 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das stört mich ein bisschen, dass man hier nicht noch so ein schräges Geländer machen kann. Das wäre richtig geil. Aber wie gesagt, es kommt ja bald ein Update. Vielleicht wird es dann... Ah, das ist ja geil. Man kann die Blaupause auch schon benutzen. Das ist ja cool. Okay, da haben wir schon mal das. Läuft.
So, die Front ist schon fertig. Und dann muss er noch ein Dach drauf. Also hier sieht es noch gut aus, ne? Hier alles 3-3-3, da nur 2. Aber ich denke mal, wir kommen mit einem Dach hin. So, das letzte Ding verbauen wir jetzt hier. Oder wollen wir hier auch Fenster haben? Wäre ja irgendwie doch schon geil, wenn wir hier an der Seite... Ne, passt auf, dann machen wir das so. Ändern. Auseinandernehmen. Ändern. Auseinandernehmen. Hä, warum hat das hier nicht geklappt? Ändern. Auseinandernehmen. Zerstörung des Schutzmoduls ist verboten. Was? Warum? Ich hol noch mal. Hä? Warum ist das verboten? Verstehe ich jetzt nicht. Wir gucken mal, was hier das Problem ist. Also, Fenster. Einmal drehen. Zack. Und jetzt? Kann ich das jetzt zerstören? Ändern. Zerstörung des Schutzmoduls ist verboten. Weil das jetzt hier miteinander verbunden ist? Wartet mal. Warte mal, auseinandernehmen. Genau, bestätigen. Und jetzt? Ah, jetzt geht's. Das war noch verbunden mit der Wand, deswegen. Na gut, dann ist das so. Passt auf. Dann machen wir hier halt 2 Fenster rein. Das ist super. Zack. Und hier klatschen wir jetzt die Wand wieder rein. Zack. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die hier nochmal wegnehmen. Wo hier hinten... Ne, hier hinten brauchen wir keine Fenster. Machen wir nur die 2. Genau, das ist cool. Das können wir ja schon mal anbringen hier, die Stöcke. So, ja. Da hinten brauchen wir nicht wirklich ein Fenster. Das ist geil. Das gefällt mir. So, geh mal runter. Runter. Hallo, runter. Jetzt müssen wir wieder Bäume organisieren. Ah, Mann, 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 Mann. Das ist doch zum Heulen. Und ich habe den Wagen nicht mit. Wir latschen mal ganz schnell zurück. Nimm mal den Hammer raus, ey. Der bedeckt das halbe Bild. Da werde ich wahnsinnig. Wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fürs Dach, wartet. Was brauchen wir da? Auch. Du brauchst 8, 9, 10, 11. Und dann nochmal 10. Was habe ich jetzt gesagt? 11 und 10, ne? Also 21. Also machen wir 22. 22 durch 4 brauchen wir 5 Baumstämme. Also, ne? 24 durch 4 sind 5. Nee. 20 durch 4 sind 5. Also brauchen wir 6 Baumstämme. Ja gut, das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir doch alles hin. Dann können wir uns gleich drüben noch mit Wasser versorgen. Super. Dann kriegen wir die 2. Etage heute fertig, insofern sie denn hält. Ne? Wenn dann die Statik sagt, nö, ist nicht, lieber Baumeister Beutel, dann sage ich, oh, liebes Spiel, ich bin traurig. Cool. Naja, und dann oben Schlafbereich und ein Arbeitsbereich. Dann bauen wir noch, was wollte ich, wie wollte ich es machen? Die Gerberei wollte ich vor dem Haus. Was ja so ein bisschen authentisch ist, ist halt die Frage, weil der Gerber-Tisch, der ist ja jetzt riesig, ne? Ah, ich hätte gleich mal den Wagen mitnehmen sollen, dass wir schon mal die ersten Werkbänke und so... Egal. Egal, Leute. Dann rennen wir halt noch 5-mal. Guckt mal, wir sind ja mittlerweile so fit. Der ist ja so schnell. Dass es ja eigentlich gar kein Zeitverlust mehr ist, groß. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Aber nö, Schlange... Ja, jetzt zischelst du, wenn ich schon 50 Meter vorbeigelaufen bin. Wieso habe ich eigentlich so ein Pech mit Schildkröten? So, hier sind eigentlich auch noch Bäume, aber die wollte ich nicht wegnehmen. Ja, doch, können wir ja machen. Aber dann nehmen wir gleich einen mit. Dann nehmen wir doch gleich einen mit. So, der hier, den ernten wir noch und dann weg damit. Fällen.
Oh nee. Ich hab. Scheiße. Okay, nichts mit Fällen. Obsidian-Axt kaputt. Müssen wir reparieren. Prost. Mein letzter Schluck Kaffee, der ist schon kalt. Ah, so. Aber im Prinzip, wenn wir dieses Gebäude fertig haben, brauchen wir ja auch nicht mehr viel, ne? Also ist dann die Sache mit den Baumstämmen. Wie gesagt, ich würde dann noch einen kleinen... ich habe vergessen, was wollte ich denn? Ich wollte auch eine kleine Hütte bauen, ne? Ach stimmt, ich wollte die Gerberei an den Fluss machen, an den See, an die Lagune dran. So, okay. Wartet mal. Hier sind doch noch, wie viel sind's? Ah, hier sind ja noch 5. Na, das ist doch super, Leute. Das ist doch super. Ich darf nicht vergessen, die Obsidian-Axt zu reparieren. Wartet mal. Obsidian war hier. Zack, einmal, ran damit. Und, wo ist denn die Axt? Hier. Da. Reparieren. Genau. Perfekt. So, also 22 Stück brauchte ich, ne? Nehmen wir mal noch ein bisschen mehr mit. Kein Werkzeug. Die Säge habe ich natürlich jetzt drüben gelassen, aber ich habe, glaube ich, hier noch eine. Jo. Alles gut, Leute. So, Nummer 1. Halt, hier steht er. Zack. Oder ich mach die Bäume vor der Haustür. Könnte ich natürlich auch machen, ne? Ja, wenigstens kriegt man halt 4 Stück mit einmal raus. Stell dir mal vor, du bräuchtest für ein so ein Teil immer wieder einen Baumstamm. Da wirst du ja wahnsinnig. So 16 Stück. Der letzte Baumstumpfvieh. Dann haben wir das auch erledigt. Und holen uns draußen jetzt einen. Scheiß drauf. Dann stehen hier halt weniger Palmen. So, du erstmal fällen. Und... Nee, fällen. Ist halt scheiße, dass das nicht nachspawnt, ne? Ich weiß nicht, ob man da auch wie bei The Forest, ob man da irgendwas in den Safe-Game-Dateien tricksen kann. So, jetzt haben wir 24. Na, das ist doch perfekt. Wieso habe ich denn da 6 gerechnet? Ich Idiot. So, dann schlafen wir jetzt. Essen was, trinken was. Wartet. Ach stimmt, guckt mal hier, unser Ding da. Da ist doch jetzt bestimmt was drin. Zeig mal her. Salzwasser. Ach nee. Wartet mal. Ah, hier, Ausgabe. Ey, 21 von 30 haben wir schon. Ja, das ist ja geil. Wir trinken uns erstmal satt. So, zack. Meersalz haben wir 2 Stück. Dann werden wir noch nehmen, dass wir da schon mal versorgt sind. Und dann... Ah, ich habe diese anderen Wasserbehälter, die habe ich drüben gelassen, ne? Sonst könnten wir ja gleich mal auffüllen. Ist hier noch einer? Zeig ich mal her. Na, hier nur der. Naja, nehmen wir jetzt erstmal den. Nützt ja nicht. Dann füllen wir das gleich auf. Dann kann das weiter arbeiten. Ja, das ist ja praktisch, das Ding. So, nehmen... Gut. Und hinzufügen. Nehmen. Hinzufügen. Ja, ist jetzt ein bisschen umständlich hier, aber egal. So, noch einmal machen wir es. Das reicht dann erstmal. Den Rest kann ich ja offscreen machen. Zack, okay, reicht uns erstmal. Super. Ich gucke mir jetzt nochmal diesen Gerbereikessel an. Ja, stimmt, da machen wir die Na, der ist riesig, ne? Der ist schon groß. Wir gucken mal. Wenn es nicht passt, machen wir ein extra Gebäude. Ansonsten, das Ding hier könnten wir dann noch einsetzen. Gibt es denn sowas wie einen Schemel? Einen Stuhl? Das wäre eigentlich irgendwie nice. So, wir essen noch eine Kleinigkeit. Hier haben wir noch was. Zeig ich mal her.
Konsumieren, konsumieren. Oh, wartet mal ganz kurz. Hat geklingelt. So, Leute, ich bin wieder da. Was wollte ich jetzt machen? Gegessen haben wir, getrunken haben wir. Wir schlafen jetzt. Zack, reicht. Also, wir haben das Zeug. 24 Stück. Leute, ich mach mal lieber zur Sicherheit, mache ich noch ein paar. Das ist mir zu unsafe. Achso, hier, F muss ich drücken. Ja, scheiß drauf. Komm, wir nehmen jetzt hier alle drei weg. Da brauchst du die Karre nicht. Die kann ich aber einsehen. Die ist so langsam, die Karre. So. Wir nehmen sie jetzt alle weg hier. Ich meine, wenn wir dann ein neues Haus haben, brauchen wir sie eh nicht mehr. Also zumindest hier an der Höhle, ne? Zack. Wie viel haben wir jetzt? 28. Komm, eh noch und das reicht dann. Es muss reichen. Hier, diese kleine... So, fällen. Zack. Ja, damit. Also wenn einer einen Trick kennt, wie man die Bäume doch wieder über die Savegame-Dateien nachspawnen lassen kann, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Das ist halt... Es ist halt ein Beschiss, aber wie gesagt, bei Forest musste ich es ja auch machen, weil das ist ja eine Katastrophe. Wenn du dann Kilometer rennen musst, fürs Let's Play ist es halt angenehmer, ne? So, was wollte ich jetzt hier? Ne, das hier, bitte. So, jetzt haben wir 32, das muss reichen. Dann hauen wir die Säge jetzt wieder rüber. Die komischen Fusseldinger hier hauen wir auch rüber. So, zack. Behälter ist auch schon voll. Alles klar, Leute. Wir machen wieder rüber. Trinken noch einen Schluck. Oh, das ist echt leer. Krass. Gut, reicht. Reicht, Leute. Es wird ja auch irgendwann mal wieder regnen, hoffe ich. So. Naja, dann schaffen wir jetzt noch den Rest. Dann werden wir in der nächsten Folge langsam alles einrichten. Und ich hatte gesehen, wartet mal, Herstellung, hier gab es noch ein neues Bett, was aber noch grau war. Das hier, Bett mit Matratze, was brauchst du denn da? Die Kupfernadel, naja, da haben wir ja in der nächsten Folge was zu tun. Das wäre schon geil. Dann gucke ich mal rüber, ob vielleicht schon Kupfer, also ich gucke offscreen mal rüber, ob vielleicht schon ein bisschen Kupfer nachgespawnt ist, dann hole ich mir die gleich ab. Müsst ihr ja nicht dabei sehen, ihr wisst ja, wie Kupfer aussieht, ne? So, hier war doch irgendwo die Schlange, oder? Wo ist sie denn? Anscheinend schon dran vorbeigelatscht. Sehr gut. So. Ja. Wartet mal, wie viel sind wir hier? Angeln habe ich, müsste ich mal ein bisschen mehr sammeln, Heilung, wo ist denn das hier? Häuten, werfen, geschossen haben wir ja noch gar nicht. Stärke, auf Stufe 6. Ne, Athletik muss ich doch gucken, oder? Nicht doof. Ja, Athletik, ist auch erst Stufe 6, 171 von 4000. Wo ist denn hier der Vogel? Ach, dieses Spiel ist einfach so geil. Es macht so viel Spaß. Es ist für mich so eine Entspannung, ne? Nach, gerade wenn du einen stressigen Arbeitstag hattest, du kannst dich hier so verlieren und ja, es ist halt nicht die beste Grafik, aber es ist halt auch nicht schlecht. Guck mal, kannst du den eigentlich auch fällen? Nee. Schade. Also es ist ja auch einfach gehalten, dieses Spiel, ne? Aber dadurch, dass es so eine geile Story hat, macht es echt so viel Spaß. Ich find's super. Wenn dann wirklich mit dem nächsten Update ein paar neue Bauoptionen dazukommen würden, das wäre echt herrlich. Wir haben ja so ein paar Felle gesammelt, ne? Die können wir ja dann als Teppich nehmen fürs Bett und so. Ihr hattet geschrieben, Lagerfeuerstelle ist gut, wenn sie drin ist, weil, ich hab's vergessen, wegen Regen und so, ne? Da würde ich aber einfach hier vorne am Strand wie so ein Blätterdach, das gab's doch auch, oder? Wartet. Also hier nicht, wartet mal. Hallo, Herstellung.
Hier gab es doch auch immer so ein Blätterdach, dachte ich. Hier, Laubdach. Dann bauen wir halt sowas über das Feuer. Und ein Kartierungsturm. Primitive Lampe, was wir auch noch nicht gemacht haben, ist dieses Signalfeuer. Ey, eine Hängematte aus Alk. Oh, wie geil, Alter. Da bauen wir auch nochmal zwei Baumstämme, aber die machen wir uns hier auch irgendwo hin. Oh, geil. So, wo hattet denn ihr gesagt, Signalfeuer soll ich bauen? Wo ist denn das Ding? Katamaran kommt ja dann auch noch. Tragbares Leuchtfeuer, das meintet ihr, oder? Und da hattet ihr mir mal geschrieben, dass ich das vor der Höhle aufbauen soll und dann in den Himmel gucken soll. Da soll wohl dann irgendwas passieren. Okay. Was ist das hier? Kupfernägel. Oh, krass. Also, bauen wir erstmal oben alles fertig. Die Wände. Ich hoffe, das klappt mit dem Dach. Zack. Zack. So, hier wollten wir keine Fenster, haben wir gesagt. So, geil. Und jetzt? Also das hat alles drei. Normalerweise müsste es doch jetzt gehen, oder? Das hier mit diesen einer Booten macht mich ein bisschen nervös, aber wir gucken mal, ob es geht. Also erstmal die Dachschrägen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Also die haben auch noch drei. Das sieht gut aus. Ich glaube, das wird was, Leute. Wenn das Dach drauf geht, dann bin ich echt zufrieden. Zack. Eins. Okay, hier hat es nur noch Haltbarkeit 1. Aber, ey Leute, es geht. Guckt mal. Zack. Ah ne, hier hat es 0. Da muss ich wahrscheinlich das erst fertig bauen. Wartet mal. Wir bauen die jetzt fertig. Und dann geht wahrscheinlich drüben auch wieder eine Stufe höher. Hoffe ich zumindest. So. Komm, bitte, liebes Spiel. Bitte, liebes Spiel, lass es zu. 2, 2, 2. Ja, es geht. Wieso haben die jetzt aber eine Stabilität von 2? Und die da aber nur 1? Verstehe ich nicht. Ist das wegen den Fenstern oder so? Jawohl, hier sind ja auch Fenster. Na, ist egal. Hauptsache, es steht. Yes, Leute, es ist fertig. Geil. Wie cool. Da machen wir hier schön dann das Bett hin. Hier hinten machen wir dann einen Esstisch mit Stühlen, aber es gibt ja keinen Tisch. Ja, geil. Fuck, ist das cool. Oh, das sagt man nicht. Oh. Jetzt habe ich auch noch mich geschnitten beim Runterhüpfen. So, dann benutzt es mal. Oh, ist das geil, Leute. Guckt euch das an. Ja, cool. Ich bin begeistert. Nee, aber hier eine Gerberecke, das wird wahrscheinlich nichts. Eventuell hier, nee, lasst uns ein extra Gebäude machen. Dann würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge an mit der Inneneinrichtung. Hängematte muss noch ran, Lagerfeuerplatz muss noch ran. Ein kleines Gerberhäuschen setzen wir dann hier hin. Wir müssen mal gucken, ob wir dann noch wie so einen kleinen Bootssteg hier reinbauen fürs Dock. Aber nur so einen kleinen. Vielleicht zwei Plattformen rein. Dann müssen wir Beleuchtung anbringen. Den ganzen Hickhack. Das ist echt cool. Gefällt mir. Es hat was. Wartet mal. Aber was mir noch nicht so ganz gefällt, ist das hier. Kriege ich hier irgendwie... Das wird wahrscheinlich nicht gehen.
Eine Säule hin, die bis zum Boden geht. Was ist das hier? Eine halbe Säule. Ja doch, guck mal. Ne, die schwebt, ne? Scheiße. Bau die mal ganz kurz. Ah, die schwebt. Wenn wir jetzt noch eine unten dran setzen können, dann wäre es cool. Ja doch, es geht. Guckt. Geil. Ja cool, guckt mal. Dann ist das Ding nämlich gestützt. Ist ein bisschen authentischer, finde ich. Leg mal den Bauhammer weg. Boah, geil. Ey, das gefällt mir richtig gut, Leute. Das ist so nice. Das fetzt. Das hat was. Ich finde es auch nicht schlimm, dass jetzt hier oben keine Fenster sind auf der Stirnseite. An dem Giebel, sagt man ja, ne? Hier haben wir die Fenster. Nö, es ist schon cool. Was mich noch halt stürzt, ist, dass es keine Geländer gibt für die Treppe. Aber naja. Ein schöner Balkon. Dann kommt diese Beleuchtung hier noch überall dran. Also diese komischen Harzlampen. Wartet mal, wo warten das? Hier muss man wahrscheinlich Lampe oder Licht eingeben. Hier. Primitive Lampe, die da. Was brauchen die? Lampenöl, haben wir noch was. Lianseil ist kein Problem. Dreimal langer Stock ist ganz schön. Warum dreimal langer Stock? Wie groß ist denn das Ding? Jetzt will ich auch mal gucken. Platzieren. Hä? Wieso kann ich es nicht platzieren? Keine Ahnung. Wir schlafen mal ganz kurz. Vielleicht liegt es daran, dass wir keine Kraft haben. So, zack. Geil. Jetzt nochmal. Herstellung. Lampe. Platzieren. Ah, es kann es sein, dass ich dafür meinen Bauhammer brauche? Ah, guckt mal. Hier ist er doch. Ja, so groß sind die aber nicht, ey. Dann machen wir hier links und rechts dann eine. Unten dann das gleiche beim Eingang. Und dann gibt es dann noch diese Stehlampen. Die können wir ja, was weiß ich, da könnten wir eine hier hinsetzen. Ah, nee. Dann lieber in die Ecke hier. In die Ecke eine Stehlampe. In die Ecke eine Stehlampe. Ja, so machen wir das. Ja, geil, Freunde. Das ist echt nice. Gefällt mir richtig gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann wird hier eingerichtet und ja, es wird noch ein paar Folgen dauern, bis wir wirklich hier fertig sind und quasi, guck mal hier, man sieht sogar unseren Felsen. Ja, bis das dann alles steht, so wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Genießt das tolle Wetter. Also bei uns zumindest ist es toll. Morgen ist schon fast wieder zu warm, aber egal. Leute, dann haut rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.